Hallo und herzlich willkommen zum Lernvideo über Ordnungszahlen im Englischen. Ordnungszahlen sind, wie der Name schon sagt, dazu da, um Sachen zu ordnen. So kannst du in deinem Text zum Beispiel erstens, zweitens oder drittens angeben oder auch beim Datum benötigst du Ordnungszahlen. Die regelmäßigen Ordnungszahlen werden im Englischen dadurch gebildet, dass th an die Zahl angehängt wird. Das kannst du beispielsweise bei 4 machen. Aus 4, 4 wird dann also fourth, viertens. Die Kurzform davon ist die Zahl angehängt mit th. Auch bei 7 kannst du das th einfach anhängen. Aus 7 wird dann seventh. Und die Kurzform ist wieder die Zahl angehängt mit th. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, wie zum Beispiel die Zahl 5. Hier kannst du das th nicht einfach anhängen, sondern diese beiden Buchstaben verändern sich. Aus V und E wird nur noch ein F. Aus 5 wird dann 5. Es gibt noch einige andere Ausnahmen, wo du das TH nicht einfach anhängen kannst. Die musst du dann leider auswendig lernen. Besondere Ausnahmen sind auch noch die Zahlen 1, 2 und 3, bei denen du überhaupt kein TH anhängst. Aus 1, 1, wird first, erstens. Und die Abkürzung dafür ist die 1 mit den letzten zwei Buchstaben, first. Aus 2, 2 wird second, zweitens. Und auch wieder die Abkürzung, die Zahl mit den letzten zwei Buchstaben. Aus 3, 3 wird third oder third in der Kurzform, wieder mit den letzten zwei Buchstaben. Du hast die Ordnungszahlen nun kennengelernt und kannst sie jetzt auch sicher verwenden, um zum Beispiel das Datum zu nennen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Lernen.